Herzlich willkommen zu Manuels Mind bei Inside Wirtschaft. Kennt ihr das auch? Ihr tragt Hemden, Krawatten, Anzüge. Manchmal fühlt man sich so eingeschnürt und die Muskeln, die verspannen ganz schnell, vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag dann am Schreibtisch sitzt. Und bei mir ist heute Hamid Kara, Personal Trainer aus Berlin und Düsseldorf. Schön, dass du da bist. Wir wollen mal über diese Muskelverspannungen sprechen, die wahrscheinlich ja jeder von uns kennt. Ja, es ist weit verbreitet, dass viele Menschen, die eine sitzende oder stehende Tätigkeit haben, unter einer Myoglose leiden. Myoglose ist die Muskelverspannung, genau. Die Hauptursache hierfür ist eine unbewusste einseitige Körperhaltung. Ja, dabei kommt es zu einem erhöhten Muskeltonus und die Muskeln ziehen sich zusammen. Unter anderem kommt es zu einer Verklebung der Faszien. Faszien sind so? Unter einer Faszie versteht man einfach ein Gewebe, was die Muskeln umschließt, das für die Durchblutung und Sauerstoffzufuhr der Muskulatur verantwortlich ist. Und dadurch kommen diese Knötchen, die man manchmal spürt? Genau, daher kommen die ganzen Muskelverspannungen und die Muskelverletzungen. Das sind eigentlich so in erster Linie Einflüsse, die dann dafür sorgen, dass man Verspannungen bekommt. Es gibt natürlich auch noch natürliche Einflüsse wie Stress, Kälte oder wenig Schlaf, die auch zu einer Myoglose führen. Hilft es denn, wenn ich dann mal eine heiße Dusche nehme oder mich in die Badewanne lege? Das hilft natürlich, aber das ist halt eine weiterführende Maßnahme. Wichtig ist, dass man einfach schaut, den Körper so in Form zu bringen, dass man nicht in diese Verspannungen reinkommt. Ja? Das wollen viele, ist wahrscheinlich aber leichter gesagt als getan. Ja, es ist halt auch so, dass man diese Verspannungen leicht lokalisieren kann, indem man halt diese Stellen abtastet. Die fühlen sich an wie Knötchen oder Wulst. Und dagegen kann man dann auch was tun, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel auch so ganz einfache Sachen macht, Übungen mit so Bällen. Genau, also wenn man die verspannten Stellen lokalisiert hat, gibt es bestimmte Equipments wie einen Ball oder eine Faszienrolle, womit man halt diese Verspannungen lösen kann. Genau. Und diese Bälle kriege ich überall bei Amazon? Und genau, die kann man über Amazon ganz preisgünstig bestellen und sich liefern lassen. Und da gibt es dann halt spezielle Übungen. Man kann natürlich auch die kombinieren mit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Dann mache ich das gerne mal vor und genau. Du sagst mir, was ich machen soll. Also, erstmal nehmen wir hier so einen Ball. Das ist jetzt in dem Fall ein Lacrosse-Ball. Ist ganz gut geeignet, kostet auch ganz, ganz wenig Geld im Internet. Mhm. Dafür nehmen Sie einfach eine sitzende Position auf dem Boden ein. Okay. Schneider genau, die Beine strecken dabei. Okay. So, und die eine Seite, machen wir erstmal die rechte Seite leicht anwinkeln und versuchen den Ball einfach so zu positionieren, dass Sie eine verhärtete Stelle spüren. Haben Sie? Ja. Okay. So, man kann dann natürlich immer hin und her bewegen. Und wenn man die Stelle hat, einfach minimal bewegen. Erstens mal in dieser Form und dann kann man natürlich versuchen, hier den Fuß einfach ranzuziehen oder eine Rotation zu führen, um dann diese Punkte einfach zu machen. Es wird gut, ich merke es deutlich. Genau. Das ist schon gemein, aber das macht nichts aus. Das ist okay, wenn man auf diesen Punkten so rum... Man sollte natürlich auf diesen Punkten auch nicht zu lange bleiben. Aha. Also ich würde immer raten, dass man das eine Minute macht und dann einfach an eine andere Stelle geht und dann da weitermacht. Weil man möchte ja auch durchkommen. Man muss halt wissen, dass es 6 Hauptfaszien im Körper gibt. Und die größte ist die Backline-Faszie. Die fängt unterm Fuß an und geht durch den ganzen Körper bis zur Kopfmitte. Wie oft sollte ich denn sowas machen? Kann ich das jeden Tag machen? Das kann man jeden Tag machen. Wenn man jeden Tag 10 bis 15 Minuten dafür investiert, ist man dann eigentlich gut bedient damit. Und das kann ich ja auch locker vom Fernseher machen? Auf jeden Fall. Also mit so einem Ball oder mit so einer Rolle kann man das ganz gut machen. Das ist zum Beispiel sehr, sehr gut für den Wirbelbereich. Man legt halt einfach sich hin und versucht, die Position so einzunehmen, dass die Wirbel hier drauflegen, dass man rechts und links die Punkte dann dementsprechend gut finden. Probiere ich auch mal. Genau. Am besten fängt man immer von unten an. Wichtig, dass der Hintern auf dem Boden ist. Okay. Okay, und dann kann man sich hin und her bewegen, kann natürlich die Arme auch nach hinten strecken. Und wenn man natürlich eine Verspannung hier oben hat, merkt man das am meisten im Brustwirbelbereich, da zieht es dann am meisten. Und das ist auch die Hauptursache, warum man auch Verspannungen im Schulterbereich bekommt, im Nackenbereich bekommt. Okay. Genau. Auch da muss man irgendwie besonders vorsichtig sein, weil da Wirbel sind oder ist man natürlich da? Natürlich sollte man nicht auf den Wirbel das legen, sondern einfach rechts und links, damit man halt genau die Muskulatur entlang nach oben gleitet.
Und beides kann man im Prinzip jeden Tag mal machen. Entspannen. Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht raten, weil dadurch, dass es 6 Hauptfaszienlinien im Körper gibt, dass man jeden Tag halt woanders das macht und auch an den anderen Stellen natürlich die Muskeln löst. Was ich gerne mache, was du mir auch gezeigt hast, ist mit diesem Ball, dass ich mich dann an die Wand anlehne und praktisch meinen Rücken massiere. Genau. Also einfach hier so anlehnen, Ball hinten ran und dann kann man selbst diese Stellen so finden und auf diesen Stellen ein bisschen rumrollen. Genau. Also können wir mal kurz vormachen. Einfach mal hier, das ist halt wie gesagt mit dem Lacrosse-Ball ganz gut, weil das rutscht nicht. Es gibt andere Bälle, die rutschen sehr schnell. Ja. Die kann man einfach hier hinlegen, sich nach hinten legen. Man kann auch mit den Füßen ein bisschen weiter nach vorne kommen. Dann hat man nämlich ein bisschen mehr Druck und wenn man die Stellen hat, genau wieder minimal einfach bewegen, hoch und runter. Man kann natürlich auch den Arm nach oben strecken, wenn man eine Position hat. Nach vorne, nach außen, wie unten genauso einfach in die Bewegung auch reingehen, weil man dann verschiedene Bereiche dadurch auch erwischen kann. Ich mache das ja jetzt schon eine Weile, schon ein paar Monate und ich kann nur sagen, das hat mir geholfen. So einfachste Übungen, die man mal abends macht. Man zieht sich irgendwie aus, zieht den Anzug, legt den Anzug beiseite und macht dann mal so 5 Minuten seine Übungen und ich finde das sehr entspannend. Hamid Kara, danke, dass du da warst. Bitteschön, gerne. Tolle Übungen und danke, dass ihr zugeschaut habt bei Manuels Mind bei Inside Wirtschaft. Es gibt mehr Folgen von uns, mit uns und ich hoffe, ihr seid gesund und fühlt euch fit. Bis bald.